Ja, ich habe vor einem Jahr Abi gemacht und jetzt habe ich mich so gefragt, was mache ich mit diesen ganzen Fähigkeiten? Ja. Ich arbeite jetzt in einem Fitnessstudio als Gewicht. Ja. Ich war eigentlich immer ziemlich gut in der Schule. Ja, ich war so eine von denen, die 20 Minuten vor der Klausur angefangen hat zu lernen und dann trotzdem eine 2 geschrieben hat. Also ich habe einfach eine große 2 auf die Klausur geschrieben. Also einmal in der Klausur, da wusste ich eigentlich gar nicht, was ich tun sollte. Wir sollten irgendwas analysieren. Und dann habe ich aus Langeweile einfach immer das Wort anal in analysiere markiert. Mein Lehrer dachte, dass ich ihm damit Signale schicken möchte. Habe ich auch. Und dann habe ich dann auch die 2 bekommen. Ja, nach dem Abi habe ich dann angefangen mit Stand-up-Comedy, weil ich dachte, hier gibt es so voll das Cash. Nee. Ich habe letztes Jahr mit Comedy 100 Euro verdient. Ja, dieses Jahr bisher 20. Und wenn ich so weitermache, dann habe ich in 3 Jahren AIDS. Meistens verdiene ich bei solchen Auftritten mehr mit den Pfandflaschen, die mir an den Kopf geworfen werden. Obwohl einmal, da habe ich 50 Euro bei einem Auftritt verdient, aber auch nur, weil ich die einem anderen Comedian im Backstage geklaut habe. Ich glaube auch so, dass ich oft für Shows nur genommen werde, weil ich eine Frau bin. Ja, und weil ich, also mein Gesicht, mein Körper sieht einfach super gut auf Plakaten aus. Ja, ich habe einfach diese großen, makellosen, nach innen gewölbten Brüste. Ja, meine Brüste, die sind so ein bisschen wie die Flat Earth Theorie. So, man denkt, sie wären flach. Aber wenn man sie wissenschaftlich analysiert und ganz genau hinschaut, dann merkt man, nein, da ist tatsächlich eine leichte Krümmung. Da sind tatsächlich 2 kleine Kügelchen, Größe ungefähr Globuli, klein, aber die Wirkung, oho, oho. Ich trage tatsächlich auch Push-Up und meine Wimpern, die sind auch nicht echt, weil ich arbeite einfach mit den Reizen, die ich nicht habe. Dankeschön.